Hallo und herzlich willkommen bei Latsche TV, wobei ich heute kein Latsche TV, sondern Jaltschen, meine Meinung. Was muss noch passieren? Was ist los? Also, ich liebe Deutschland und ich liebe Türkei. Ich bin Deutsch-Türke und ich denke Deutsch und ich denke Türkisch. Aber was muss noch passieren? Da kommt so ein Idiot und schuckt jemanden, ich wollte eigentlich gar nicht darauf eingehen, schuckt jemanden und löscht dann Leber aus. Warum? Weil er dumm drauf ist. Dann kommt der Nächste und stecht irgendjemanden ab. Und das sind nur die zwei kleine aktuelle Beispiele. Hey, meine Meinung ist, hey, die jungen Leute, die hier sind, 5, 6 Jahre und können sich nicht anpassen, zurück dahin, wo sie nicht hinwollte. Dahin, wo, erst wenn sie nicht mehr da sind, wissen sie, ich könnte gerade auslüben. Erst, wenn man kein Wasser mehr hat und hat Durst, weiß man erst, wie wichtig Wasser ist. Und erst, wenn man keine Sicherheit mehr hat, ja, dann weiß man, wie toll das denn war. Und wenn man den Kerl wieder zurückschickt, und nicht nur den, sondern auch die ganze andere Arschlöcher, die nur irgendjemanden angrapsche, anmache, kriminell werde. Hey, ab in den Rechtsstaat. Das hat doch nichts mehr mit Recht zu tun. Nehmt doch diese Wichser und schickt sie wieder in das eigene Land zurück. Und dann werden sie mal sehen, was ich hier gehabt habe. Die rennen hier rum wie die King of Kays. Und ich kann kein Nazi sein. Also, ich bin nicht gegen irgendwas. Ich rede immer noch davon. Asylbewerber, Menschen, die Hilfe brauchen, Kinder, Frauen, Erwachsene. Männer, die weinen, weil sie Kinder sterben haben sehen und psychisch am Arsch sind, die brauchen Hilfe, die können herkommen, mir helfen denen, das sind wirklich anständige Menschen, das merkt man auch. Aber die abgefuckten 500 Millionen Hurensöhne, die einfach hierher kommen und hier das Geld kassieren und dann noch die Weiber angrapschen, Menschen umbringen, Leute wegschucken, weil sie irgendwie einen Dachschaden haben, warum wartet man da so lange? Warum? Schickt man mal 50, 100 oder was wegen so einer Kacke weg, dann machen die anderen das nicht. Aber wir, ja, in Deutschland, wir schützen ja noch Täter. Ich glaube, jetzt geht's los, wir schützen Täter. Hey, nichts gegen Menschen, die Hilfe brauchen, aber die hierher kommen und verhalten sich wie Arschlöcher, sind seit 2, 3, 5 oder 6 Jahren hier, die packt man und schickt sie wieder zurück. Und dann werden die halbstarke Huresöhne, noch nicht mal die Mütter können ja nichts dafür. Vielleicht doch, dass ich sie falsch erzogen habe. Diese Wichser. Weg mit denen. Aber was muss ich machen? Was muss man machen? Wie publik muss das werden? Dass man mal handelt und nicht nur labert. Jetzt muss man am Bahnsteig aufpassen. Das mache ich schon mein Leben lang. Weg mit dem Pack. Ganz einfach das Pack. Und, das kann man gut unterscheiden. Wenn einer Brot klaut im Lade, weil er Hunger hat, den braucht man nicht rausschmeißen. Ne? Der will was essen, der hat Hunger. Aber wenn einer hergeht und in einem Schwimmbad, ich weiß nicht wo, wird der Bademeister gedemütigt und so weiter. Ey, wo sind wir hier? In ihrem eigenen Land würde sich sowas nicht gefallen. Nicht trauen. Das ist ganz einfach. Die kriegen da von der Bulle Watsch. Aber unsere Polizei darf ja nichts machen. Und wenn sie es machen, die paar Stück, die übertreiben es dann gleich richtig. Schnappt die Penner und schickt sie nach Hause. Ich könnte noch stundenlang darüber weiterreden, was es denn alles für Möglichkeiten gibt, solche Leute zur Strecke zu bringen. Und dann nennt man halt mal nicht deutsche Rechtsstaatsmethode, wo ein Vergewaltiger mit 1.000 Euro und Bewährungsstrafe abgespeist wird, sondern dann nennt man da mal eine ganz andere Methode, wie die es in 1.000 andere Länder gibt. Aber was machen wir? Wir sind der Rechtsstaat. In diesem Sinne raus mit dem Pack. Danke fürs Zuhören. Teilt den Scheiß. Vielleicht macht immer Merkel. Hey, nicht nur die Merkel. Das ganze andere Pack, das ist auch ein Pack. Ich spucke hier schon die ganze Zeit rum, kotzt mich voll an. Auf jeden Fall, macht es publik. Schickt selber Videos. Dass das mal diese Pisser auch merke, die Scheiße bauen, die hier aggressiv sind, mit Messer rumlaufen und Leute bedrohen, dass diese ganzen Wichser, ja, mal merke, hey, wir das Volk, und da ist scheißegal, ob einer aus Bosnien, Türkei, Kroatien, Italien, Spanien, Portugal, Marokko, Tunesien, hey, das sind alles Leute, die haben sich hier angepasst, ja, das sind alles normale, wir sind da ganz normal in Deutschland.
Aber die, die dann hierher kommen und denken, sie sind hier King of Case, ja, wir schieben denen alle aber auch alles in den Arsch. Wir geben denen aber auch jeden Scheiß. Ja, die kriegen manchmal mehr. Hey, die laufen da in der Stadt rum und suchen sich in H&M-Scheißklamotte. Ja, und wir hocken dran und müssen Kindergartengebühren von 400 Euro bezahlen, damit unsere Kinder gescheit erzogen werden und nicht zu solchen Hurensöhne werden. Naja, egal. Also, macht auch was. Bis dahin, fertigstellen. Buh.